Hallo ihr Lieben, heute soll es noch mein Lemon vom Juli geben oder besser gesagt meinen Lesemonat vom Juli, da im Juli nicht ein einziges Buch bei mir eingezogen ist. Und ja, dann muss ich noch mit euch reden. Ich habe eine Entscheidung getroffen und die möchte ich euch in diesem Video gleich mitteilen, weil ich da jetzt nicht ein extra Video zu machen möchte, weil ich das jetzt einfach nicht so aufbauschen möchte. Und deswegen bleibt bitte auf jeden Fall bis zum Ende dran. Das ist sehr, sehr wichtig, was ich euch zu sagen habe. Und also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Ich möchte ja nicht, dass ihr dann unwissend seid und euch wundert. Und ja, ich würde sagen, wir starten jetzt aber allerdings erstmal mit dem Lemon vom Juli, beziehungsweise mit dem Lesemonat. Ich habe im Juli auch nicht viel gelesen. Ich habe 3,5 Bücher gelesen. 3,5, weil das halbe habe ich abgebrochen. Und ja, deswegen habe ich da auch nicht so viel zu erzählen. Wir starten mit dem ersten Buch, was ich gelesen habe. Und das war The Something About Him von Rachel Higginson. Das ist der vierte und letzte Teil der Opposite Attracted Reihe. Und in diesem Buch geht es um Vandy Lane und Dylan Baptiste. Und die beiden kennen wir schon aus den vorherigen Teilen. Van ist der Bruder von Vera, unserer Protagonistin aus dem ersten Teil. Und Dylan ist die Schwester von Ezra, unserem Protagonisten aus dem zweiten Teil. So, und die beiden bekommen jetzt quasi ihre eigene Geschichte. Sie sind sich in den ersten drei Teilen immer mal wieder begegnet, haben aber nie so miteinander wirklich irgendwas zu tun gehabt. Und ja, wir beginnen die Geschichte an einer sehr, 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 sehr prekären Stelle, denn Dylan soll eines der Restaurants von ihrem Bruder übernehmen. Und sie fühlt sich absolut nicht bereit dazu, sie fühlt sich absolut nicht qualifiziert genug dazu und möchte das Ganze nicht. Und dann ist Van da und er tut ihr unterschwellig einen Arschtritt verpassen, um sie halt in die richtige Richtung zu treiben und sich das Ganze doch zuzutrauen. Und ja, so tut Dylan das Ganze dann annehmen, dieses Angebot von ihrem Bruder, einfach nur, um Van auch irgendwie mit zu zeigen, dass sie eine taffe Frau ist und dass sie das kann und dass sie es möchte. Und die beiden begegnen sich dann im Verlauf der Geschichte natürlich immer wieder und erleben verschiedene Situationen zusammen. Und ja, was dann halt am Ende mit den beiden passiert, das ist es, worum es in diesem Buch geht. Ich muss sagen, es ist für mich einer der schwächeren Teile. Also für mich auf dem ersten Platz ist und bleibt Teil 1, dann kommt Teil 2, dann kommt Teil 3, dann kommt Teil 4. Also so auch wirklich, wie die erschienen sind. Also ich muss sagen, wie gesagt, der vierte Teil, es ist ein süßes, niedliches Buch und es ist eine süße Liebesgeschichte, aber sie hat mich jetzt nicht umgehauen. Also sie hat mich jetzt nicht so stark begeistert, dass ich gesagt habe, wow, wie gut. Es passieren dann hier Dinge in diesem Buch, wo man es dann schon irgendwann erahnt, dass etwas passiert ist in der Richtung mit Dylan. Und ja, dann ist halt Van da und fängt sie auf und ist für sie da. Und ja, es ist eine süße, also es ist definitiv eine richtig süße Liebesgeschichte, aber für mich eher der schwächste Teil der Reihe, weil die anderen für mich einfach viel, viel besser waren. Und ja, was soll ich dazu noch sagen? Vom Inhalt her war es gut. Die Charaktere mochte ich wieder, obwohl ich sagen muss, dass Dylan und Van auch für mich die Charaktere auch wirklich sind in der Reihe, die am wenigsten beleuchtet wurden irgendwie. Unsere Charaktere aus den ersten drei Teilen sind hier natürlich auch wieder mit dabei. Ja, ansonsten vom Setting her befinden wir uns wieder in dieser Stadt, die ich vergessen habe, wie sie heißt. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall typisch amerikanisches Städtchen und ja, das sind diese ganzen Restaurants und diesen ganzen Leuten. Und ja, vom Schreibstil her ist es okay. Also vom Schreibstil her muss ich sagen, ist locker leicht, einfach easy zu lesen. Wie ein lockerflockiger, so wie ein Liebesroman halt, der halt so für zwischendurch geschrieben ist, auch sein sollte. Also es ist eine gute Geschichte, aber nichts, was mich vom Hocker gerissen hat. Machen wir weiter mit dem nächsten Buch, was ich gelesen habe. Und zwar ist das Flowers of Passion von Lela Hagen. Verführerische Rosen. Ich mag den Titel immer noch nicht, ich finde das Cover auch immer noch potthässlich, aber es ist das Spin-off zur Diamonds for Love Reihe von Leila Hagen. Hier geht es quasi um die Cousinen und Cousins von den Bennets und das hat mich schon interessiert und ich werde auch auf jeden Fall die Reihe lesen und da freue ich mich auch schon drauf. Ich glaube, es kommt jetzt auch bald der zweite Teil raus. Ich habe voll überhaupt nicht mitgekriegt, dass der erste Teil rausgekommen ist, weil ich halt auch einfach gerade absolut nicht im Thema bin. In diesem Buch geht es um Landon Connor und Landon ist Witwer, er hat vor einigen Jahren seine Frau verloren und ja, lebt bei San Francisco und ja, hat dort eine eigene Firma, ist mit der Firma auch sehr, sehr erfolgreich. Aber er vermisst seine Familie. Diese lebt in L.A. und ja, er beschließt jetzt, nachdem er
eine große Übernahme mit einer anderen Firma gerade so unter Dach und Fach gebracht hat, jetzt endlich mal Urlaub zu machen. Und er beschließt dann jetzt halt einfach mal nach Hause zu fahren für 14 Tage, um halt einfach mal seine Familie wieder zu sehen und einfach mal runterzukommen. Denn er hat in den letzten Jahren, seitdem seine Frau gestorben ist, sich nur sehr, sehr selten freigenommen. Und ja, das muss er jetzt einfach mal ändern. Er ist halt auch einfach nicht mehr der Jüngste, er ist schon über 30. Und deswegen beschließt er dann halt Urlaub zu machen und 14 Tage mal sich eine Auszeit zu gönnen und nach Hause zu fahren zu seiner Familie und zu seiner Zwillingsschwester Valentina. Und ja, bei seiner Schwester angekommen, kann er aber nicht so richtig loslassen. Irgendwie hat er immer noch diese Arbeit im Kopf. Und ja, das ändert sich dann aber, als er Maddie kennenlernt. Maddie ist Landschaftsarchitektin und seine Schwester hat sie beauftragt, quasi vorm Haus so Terrassen anzulegen, so neue Blumenbeete und das alles hübsch zu machen. Und ja, jetzt hat Landon ja nun ganz viel Zeit und weiß nicht so wirklich, was mit sich anzufangen. Und dann ist da Maddie, die den Garten schön macht, die er den ganzen Tag beobachten kann. Und ja, Valentina hat halt Maddie auch die Aufgabe gegeben, dass sie Landon beobachten soll und gucken soll, dass er ja nicht arbeitet, heimlich, während sie auf Arbeit ist. Und ja, die beiden, jetzt könnt ihr euch das natürlich vorstellen, kommen sich dann so im Laufe der Zeit auch näher und ja, verlieben sich dann auch ineinander. Aber Maddie will das eigentlich nicht, denn sie hat eine doofe Beziehung hinter sich und möchte eigentlich keinen neuen Mann und hat sehr, sehr schlechte Erfahrungen mit Männern gemacht. Und ja, Landon ist eigentlich von seiner Trauer auch noch nicht so richtig gelöst und möchte eigentlich auch keine neue Beziehung. Und so beginnen die beiden erstmal eine Affäre. Doch als die Zeit von Landon in L.A. sich so dem Ende neigt, merken beide, dass sie vielleicht doch ein bisschen mehr wollen als eine Affäre. Und ob das geht, ob das funktionieren kann, weil er wohnt ja in San Francisco. Das ist im Endeffekt, worum es in diesem Buch geht. Also es geht um Maddie und um Landon. Und ich muss sagen, dass mir das Buch gefallen hat. Es war eine absolut süße Geschichte. Es war auch wieder nichts, was mich extrem begeistern konnte. So, dass ich sage, oh mein Gott, das ist so verdammt gut. Nein. Es ist eine zuckersüße Liebesgeschichte. Es ist wie die anderen Teile der Diamonds to Love-Reihe. Es plätschert so alles vor sich hin. Es ist alles sehr kitschig-kitschig. Es ist alles sehr überzogen, sehr stereotypisch. Also wenn ihr sowas nicht mögt, lasst die Finger davon. Lasst aber auch die Finger von der Diamonds to Love-Reihe. Es ist wirklich eine richtig stereotypische Geschichte, wie gesagt, voller Kitsch und Klischee. Ich finde sowas ja immer super für zwischendurch. Mich hat sie gut unterhalten. Ich mochte die Charaktere. Ich fand das Setting richtig, richtig gut. Das hat mir mega gut gefallen. Ich fand den Schreibstil echt entspannt. Also das war wieder so ein lockerer, leichter, einfacher Schreibstil, dass man das easy lesen kann. Und ja, von der Story her hat es mir auch ganz gut gefallen. Es war sehr offensichtlich alles, was in diesem Buch passiert ist. Also man hat als Leser dann erahnt, was jetzt noch kommt. Also das ist so typischer Aufbau von einer Liebesgeschichte bei dem Buch. Aber ich fand es ganz süß, mir hat es gut gefallen. Und ja, wenn ihr die Diamonds to Love-Reihe gelesen habt und euch die Connors interessieren, dann schaut euch dieses Buch hier an. Wenn ihr die Diamonds to Love-Reihe nicht gelesen habt und lockere, leichte, kitschige, stereotypische, überzogene Liebesgeschichten mögt, schaut euch das Buch ja auch an. Also, wie gesagt, ich fand's süß, Covertitel immer noch, aber reden wir da nicht weiter drüber. Im Übrigen, falls ihr im Hintergrund Autos hört und sowas, wir haben hier alle Fenster offen. Es sollen hier heute 40 Grad werden. Ich habe jetzt schon die Balkontür zugemacht, damit es nicht zu laut wird, aber die anderen Fenster muss ich einfach auflassen, weil sonst sterbe ich hier drin, weil es einfach zu wird in der Wohnung. Wie gesagt, wir wohnen ja jetzt im Dachgeschoss, also ja, sorry für den Background mit den Autos, falls ihr das hört. Ich bin mir da ja immer gar nicht so sicher, ob ihr das überhaupt hört, wenn hier die Autos vorbeirauschen, aber ich höre sie halt extrem. Deswegen der Hinweis an dieser Stelle, es geht leider gerade nicht anders. Ich brauche Luft zum Atmen. Machen wir weiter mit dem Buch, was ich abgebrochen habe. Und wer mein Weekly Living gesehen hat, der weiß, was jetzt kommt, nämlich Palace of Fire von C.E. Bernard. Es ist so schade. Es ist einfach so verdammt schade. Ich habe den ersten Teil geliebt. Ich fand den ersten Teil Palace of Glass so verdammt gut und das hat mir so gut gefallen und ich fand die Charaktere toll. Ich fand den Ansatz in dieser Geschichte mega mit diesen Magdalenen und den nicht berühren und auch dieser Weltaufbau. Das hat mir alles so gut gefallen und dann kam der zweite Teil und der hat mich ja schon irgendwie verloren. Ich war im zweiten Teil schon irgendwie nicht mehr so ganz bei den Charakteren. Ich war mit der Entwicklung in der Geschichte absolut nicht konform. Ich war eher verwirrt als alles andere. Da sind Dinge passiert, wo ich einfach nur so dachte, okay. Auf jeden Fall hat mich die Geschichte im zweiten Teil schon irgendwo verloren. Und ich hatte jetzt einfach gehofft, wenn ich den dritten Teil lese, fängt mich die Geschichte wieder ein und alles wird gut. Pustekuchen. Pustekuchen. Dieses Buch entwickelt sich für mich, wie gesagt, meine Meinung, dieses Buch entwickelt sich für mich in eine absurde, unlogische Richtung. Das geht einfach nicht.
Also ich habe das Buch ja mit der Nina zusammen gelesen und wir haben schon angefangen zu lesen und dachten so, ah, ja, mal gucken, lesen wir mal weiter und dann so, ah, ja, ja, mal gucken. Und dann so, je weiter wir gelesen haben, umso mehr waren wir so beide so in diesen, warum, was machen die da jetzt, was soll das? Das ist irgendwie alles nicht so logisch. Und ja, wir waren dann so ungefähr bei der Hälfte, da passierte etwas, was ich einfach nur absolut lächerlich fand, absolut unglaubwürdig, absolut dämlich. Und da war ich dann einfach raus. Ich habe dann zu Nina gesagt, so, Nina, ich kann das nicht weiterlesen. Es geht nicht. Diese Geschichte macht für mich so überhaupt keinen Sinn. Ich finde es nicht cool, was da gerade passiert. Ich finde es unlogisch, was da gerade passiert. Ich möchte es nicht mehr lesen. Und dann hat Nina gesagt, oh Gott sei Dank, ich will auch nicht mehr. Quasi, also sie war da auch so bei mir. Weil das war einfach lächerlich, in was für eine Richtung sich diese Geschichte entwickelt hat. Es ging dann irgendwann nur noch um ihre Sucht nach Berührung und dann wurde sie von A nach B geschoben und also das war alles so, nee, das war überhaupt nicht mein Ansatz. Das war überhaupt nicht mehr meine Geschichte. Das hat sich, wie gesagt, für mich alles in eine Richtung entwickelt, mit der ich überhaupt nichts anfangen kann. Ich fand die Charaktere doof. Ich fand den Schreibstil absolut schwierig. Der ist sehr, nicht unbedingt ausladend, aber er ist so ein bisschen poetisch. Nennen wir es poetisch und der ist dadurch nicht so einfach und locker von der Hand zu, und der geht dadurch nicht so einfach und locker von der Hand. Und das hat mich so angestrengt beim Lesen. Und wie gesagt, und dann hast du diesen Storyverlauf, der sich einfach immer weiter in eine Richtung entwickelt, wo du dir einfach nur den Kopf fässt und sagst, ja klar. Und als nächstes kommt das und das, haha. Und dann passiert das wirklich. Und du denkst dir so, uff. Ja, auf jeden Fall, ich konnte dieses Buch nicht weiterlesen. Ich habe dann nach der Hälfte die letzten zwei Kapitel gelesen, einfach um zu wissen, wie das Ganze ausgeht. Und ich dachte mir dann so, ja, okay. Also selbst wenn wir das Buch nicht abgebrochen hätten, ich hätte den vierten Teil nicht mehr gelesen, weil das Ende war für mich okay, so wie es war. Ich weiß ja, dass das ursprünglich auch als Trilogie angedacht war mit der Reihe und der vierte Teil ja dann im Nachgang nur noch geschrieben wurde wegen des Erfolges der Reihe. Wobei ich ehrlich sagen muss, dass ich das gerade nicht mehr ganz nachvollziehen kann. Ja, es tut mir sehr, sehr leid, das sagen zu müssen, aber Palace of Fire war absolut nicht meine Geschichte. Ich fand sie echt doof. Also wie gesagt, es entwickelte sich alles in eine Richtung, mit der ich nichts mehr anfangen konnte. Deswegen habe ich es abgebrochen. Schade um die Reihe, aber die wird früher oder später bei mir auf jeden Fall auch wieder ausziehen. Sie steht jetzt noch hier unten im Regal. Da liegt sie. Die Krone der Dunkelheit ist da auch noch. Das fliegt auch irgendwann wieder raus. Aber ja, noch habe ich Platz im Regal, deswegen dürfen sie erstmal bleiben. Ja, war leider nicht meine Geschichte. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich fand es einfach alles übertrieben, überzogen, einfach zu viel, unlogisch, was in diesem Buch passiert ist. So, damit wären wir beim letzten Buch, was ich gelesen habe im Juli. Und zwar ist das der zweite Teil von Throne of Glass, Kriegerin im Schatten. Und ich hatte ja die ersten drei Teile gelesen und der zweite Teil war davon auf jeden Fall mein Lieblingsteil. Und ich weiß jetzt auch wieder warum. Ich mochte die Geschichte auch beim zweiten Lesen wieder absolut. Ich liebe dieses Buch, es ist eine grandiose Geschichte. Und ich muss sagen, ich habe den zweiten Teil dieses Mal bewusster gelesen wie beim ersten Mal, weil ich ja weiß, was für eine Entwicklung wir im dritten Teil machen. Deswegen habe ich mir diese ganze Charakterentwicklung, diese ganzen Beziehungen unter den Charakteren alles genauer nochmal angeguckt. Ich weiß, dass ich das beim ersten Mal auch alles gelesen und verstanden habe, aber ich weiß jetzt mit Hinblick auf dessen, was an Teil 3 passiert, dass das so ist, wie es ist und dass es okay ist für mich. Ich habe das am Ende vom zweiten Teil damals nicht akzeptieren können, diese Entwicklung. Und deswegen habe ich mich wahrscheinlich mit dem dritten Teil auch so schwer getan. Und ich glaube, ich kann das diesmal besser akzeptieren, was hier mit den Charakteren passiert ist am Ende. Und ja, ich freue mich jetzt sehr auf den dritten Teil. Wie gesagt, den werde ich jetzt im August dann nochmal lesen. Und ja, ich kann euch hier zum Inhalt nichts sagen, weil ich euch sonst spoilern würde und das möchte ich nicht. Ich kann nur sagen, dass ich die Entwicklung, die Selena hier in der Geschichte macht, sehr, sehr gut finde. Ich mag es, wie die Beziehungen sich in diesem Buch entwickeln. Wie gesagt, zum Ende hin, was da passiert, das hat mein Herz mir auch dieses Mal wieder gebrochen, weil ich absoluter Chowl-Fan bin. Ich weiß, dass der Name nicht so ausgesprochen wird, aber ihr wisst, ich und Namen, ich spreche sie so aus, wie ich es für richtig halte. Wir sind ja in Deutschland, für mich ist das Chowl. Also ja, ich bin ein riesiger Chowl-Fan. Deswegen bricht es mir das Herz, was hier am Ende vom zweiten Teil passiert. Ich bin aber auch sehr gespannt, was mit Dorian weiter passiert. Ich finde ihn auch ultra gut. Ich mag Dorian total. Ich finde, er ist ein sehr, sehr cooler Charakter. Ich weiß ja im Hinblick auf den dritten Teil, was für eine Richtung sich das mit Dorian entwickeln könnte. Ich bin sehr gespannt dann auf den vierten und wie das Ganze alles weitergeht. Und ja, lassen wir uns mal überraschen. Ich fand den zweiten Teil wieder wirklich gut.
Toller Inhalt, tolle Charaktere, ein wahnsinnig tolles Setting. Wir befinden uns ja quasi immer noch in Rifthold, wie im ersten Teil auch. Und vom Schreibstil her gefällt es mir auch immer noch sehr, sehr gut. Ich finde, es für eine High-Fantasy-Geschichte ist der Schreibstil echt richtig schön entspannt und nicht zu kompliziert. Es sind nicht zu viele Wörter drin, die man nicht kennt. Ne, gerade bei Fantasy-Büchern hat man das ja oft, dass da so viele Dinge drin sind, die es ja in unserer Welt nicht gibt. Und Sprüche und Ausdrücke und ja, dass das dann sehr, sehr schnell sehr, sehr kompliziert werden kann. Das finde ich hier ist bei Throne of Glass bisher auf jeden Fall nicht so. Ich weiß ja nicht, wie sich das noch entwickelt in der Reihe. Aber ja, ich mochte den zweiten Teil von Throne of Glass wieder sehr, sehr gerne. Ich bin jetzt sehr auf den dritten gespannt, was da alles so passiert. Und dann bin ich sehr gespannt auf den vierten. Und ja, schauen wir mal, wie sich das Ganze so entwickelt. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich bin auch sehr gespannt, was mit dem Hund passiert. So, das muss ich an dieser Stelle auch mal erwähnen. Den Hund. Erwähnen wir mal Fleetwood. Ich möchte wissen, was mit Fleetwood passiert. Und ich hoffe, dass mit ihr nichts Schlimmes passiert. So, ja. Aber mehr kann ich euch halt nicht sagen, außer dass mir der zweite Teil wieder sehr, sehr gut gefallen hat beim zweiten Lesen. Und ich aber auch sehr, sehr froh bin, dass ich den zweiten Teil nochmal gelesen habe. Ich werde auch sehr, sehr froh sein, wenn ich den dritten Teil nochmal gelesen habe. Weil ich echt merke, dass in meinem Kopf nicht mehr viel zu den Geschichten da ist. Also so im Groben weiß ich es noch, aber so diese ganzen Details, auch alles, wie gesagt, das, was mit Nehemenia war und auch dem Riederak im ersten Teil und diesen ganzen Kram, das habe ich alles vergessen. Das wusste ich alles nicht mehr. Deswegen, Rereads sind gar nicht so verkehrt. Das war es jetzt auch schon vom Lemon, vom Juli, oder wie gesagt, Lesemonat. Es war nicht viel, was ich gelesen habe. Und ich hatte ja ehrlich gesagt gedacht, ich lese in meinem Urlaub irgendwie mehr. Aber irgendwie komme ich im Moment einfach immer noch nicht an das Lesen ran. Und ich hatte sehr, sehr viel Zeit nachzudenken im Urlaub. Wir waren ja nur zu Hause, wir haben ja jetzt nicht großartig was gemacht. Klar, wir sind mal rumgefahren und so, aber ich hatte sehr viel Zeit, über Dinge nachzudenken. Und ich habe eine Entscheidung getroffen, die habe ich auch diese Woche erst getroffen. Ich habe da auch mit mehreren Personen nochmal drüber gesprochen und habe da auch von diesen Personen nochmal einen ordentlichen Schub Motivation bekommen, dass ich das jetzt wirklich so mache. Denn dieser Gedanke keimt in mir schon seit dem letzten Jahr. Ich mache es kurz und schmerzlos, das wird das letzte Video sein, was es von mir auf diesem Kanal gibt. Es werden danach keine Videos mehr kommen, also beziehungsweise es wird dann noch das Life is Strange Let's Play kommen. Da habe ich am Freitag im Stream die Leute gefragt. Also wer am Freitag im Stream war, der weiß schon, dass das jetzt hier kommt. Ich hatte es Freitag im Stream schon gesagt und hatte halt dort die Leute gefragt, ob sie das Let's Play weiter möchten und das wurde eindeutig verjaht. Das heißt, das Let's Play von Life is Strange werde ich noch weitermachen. Ich schätze, es wird noch so 3-4 Wochen laufen und danach ist aber definitiv Feierabend. Und ich kann euch nicht sagen, für wie lange. Ich weiß nicht, ob es 2 Monate sind, 3 Monate, 4 Monate, 6 Monate, 1 Jahr, ob ich jemals wiederkomme. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich aktuell an einem Punkt bin, wo mir YouTube keinen Spaß mehr macht, wo ich mich teilweise zu den Videos zwingen muss, wo ich überlege, was mache ich jetzt eigentlich. Ich lese sie im Moment nicht, was mich natürlich auch sehr, sehr frustriert. Ich habe einen Bücherkanal und wenn du dann nicht liest, denkst du dir halt, was soll ich denn jetzt drehen? Und das frustriert dich dann, weil du dann überlegst, was für Alternativen du hättest. Klar, du könntest über verschiedene Genres reden, über Cover, über Geschichte. Ich meine, ich habe über 600, 700 Bücher in den letzten Jahren gelesen, aber trotzdem, es ist so, man hat dann irgendwann einfach nur noch Frust in sich und dann fängt es an und du denkst dir so, ich will nicht mehr. Und ich habe am Mittwoch hier gesessen und habe überlegt, was könnte ich denn jetzt fürs Wochenende drehen? Und dachte, ach ja, der Lesemonat, auch wenn es nicht wirklich drehenswert ist mit den 3 Büchern. Und dann habe ich halt so überlegt, was ich danach drehen könnte in der Woche. Und da ging wieder diese Schleife in meinem Kopf los, dass ich einfach gesagt habe, dass ich mir einfach gedacht habe, ich habe keine Lust mehr. Ich habe einfach im Moment keine Lust mehr. YouTube macht mir im Moment keinen Spaß. Und wer von euch mich in den letzten Wochen und Monaten verfolgt hat, hat das wahrscheinlich auch gemerkt. Ich habe es beim Schneiden selber immer gemerkt, dass ich nicht mehr so diese Begeisterung für YouTube aufbringen kann in meinen Videos, wie es noch vor 1,5 Jahren der Fall war. Wo ich das wirklich noch voller Freude und voller Spaß gemacht habe und voller Elan, weil ich einfach Bock drauf hatte. Ich bin an einem Punkt, wo ich einfach sage, ich will nicht mehr. Ich habe in den letzten Monaten ja, wie gesagt, mit diesen Gaming-Videos angefangen, weil ich halt einfach dachte, okay, das ist vielleicht was, was mir mehr Spaß bringen könnte, wo ich einfach auch vielleicht wieder mehr Spaß an YouTube habe, wenn ich das mache. Aber dem war leider nicht so. Und ja, deswegen wird das hier das letzte Video sein, was erstmal auf diesem Kanal kommt. Ich lasse alle Videos online, also ihr braucht jetzt keine Angst haben, dass ich den Kanal gänzlich dicht mache.
Ich lasse alle Videos online und ja, wenn ihr Sehnsucht nach mir habt, ich bin jeden Freitag auf Twitch online, es sei denn, es kommt irgendwas dazwischen. Aber ansonsten schaut da gerne mal vorbei, falls ihr mich mal sehen möchtet. Da bleibe ich auf jeden Fall, weil das Streamen und Zocken und sowas, das macht mir immer noch unglaublich viel Spaß im Moment. Und das ist für mich echt ein guter Ausgleich. Und das ist halt das, was mir im Moment wirklich so richtig Spaß macht, wo ich Freude dran habe. Und ich habe halt auch im Moment das Gefühl, was das Lesen betrifft, damit ich irgendwann mal wieder an den Punkt komme, wo ich sage, ich bin wieder im Leseflow, so wie es mal war, muss ich erstmal wieder für mich sein. Ich muss erstmal für mich lesen. Ich muss das lesen, worauf ich Bock habe, auch wenn ich das die ganze Zeit machen kann. Aber wir hatten das im Stream ja auch mit dieser Erwartungshaltung. Und ich kann nicht immer wieder die gleichen Bücher lesen und euch vorstellen und zeigen. Das findet ihr auch irgendwann einfach nur kotze langweilig. Und deswegen habe ich halt einfach das Gefühl, ich muss mal wieder für mich sein, ich muss das machen, worauf ich Bock habe, ohne das mit allen teilen zu müssen, in Anführungsstrichen. Das ist ja alles kein Muss. Aber ich habe halt einfach das Gefühl, ich muss einfach mal wieder mehr für mich sein, dass ich für mich auch wieder in den Leseflow komme. Ich weiß, ich hatte euch noch Videos versprochen und es tut mir sehr leid, dass die jetzt nicht kommen werden, aber ich möchte mich jetzt nicht mehr dazu zwingen, diese Videos noch zu drehen, einfach um euch einen Gefallen zu tun. Wenn ich aber eigentlich keinen Bock mehr drauf habe, dann mache ich es auch nur mit halbem Arsch auf gut Deutsch und dann mache ich das auch nicht ordentlich und richtig und dann bringt uns das alles nichts. Deswegen wird das hier das letzte Video sein, was es von mir gibt. Seid nicht traurig. Ich bin nicht für immer verloren. Ich komme irgendwann bestimmt wieder und dann voller Elan und Freude und Bock. Und also ich fühle mich gut mit der Entscheidung, das jetzt so zu machen. Und mein Mann hat auch zu mir gesagt, wenn du dich mit der Entscheidung gut fühlst und du keine Bauchschmerzen dabei hast oder ein ungutes Gefühl, dann machst du das Richtige. Ich weiß, dass in diesem Kanal 5 Jahre Arbeit stecken. Ich weiß, dass in diesem Kanal sehr, sehr viel Zeit steckt, sehr, sehr viel Frust und sehr, sehr viel Liebe und alles. Und ich bin auch froh, dass ihr alle hier seid und mit mir auf diese Reise gegangen seid vor 5 Jahren. Und wir sind unglaublich viele Leute hier inzwischen auf diesem Kanal. Und ja, es tut mir leid, dass es jetzt so ist. Aber ich habe immer gesagt, YouTube ist ein Hobby. Ich lebe nicht davon. Ich muss das nicht machen. Und ein Hobby muss mir Spaß machen. Und das bringt mir YouTube im Moment nicht. Ich habe keinen Spaß mehr an YouTube. Ich habe keinen Bock mehr, mich hinzusetzen und zu schneiden, das ganze Wochenende alles fertig zu machen. Dann musst du drehen und dann überlegst du dir ewig, was du drehst. Und dieser ganze Rattenschwanz, der da hinten dran hängt, das frisst einfach Zeit. Und ich habe im Moment einfach keinen Bock mehr darauf. Ich bin ehrlich, ich habe euch immer gesagt, dass ich ehrlich zu euch bin und das bin ich auch jetzt. Ich habe keinen Bock mehr und ich will mich nicht zwingen, weiter irgendwie was zu machen, was ich nicht will. Und deswegen ziehe ich jetzt hier den Schlussstrich und ziehe die Reißleine und sage Schluss aus, Ende im Gelände. Damit ich euch jetzt aber hier nicht ganz so verloren zurücklasse und ihr weiterhin eure Dosis Booktube bekommt, empfehle ich euch noch die lieben Kanäle von meinen Booktube-Kollegen. Und ich lese sie euch mal vor und schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Ich muss vom Handy abspicken, weil es einfach zu viele sind und ich vergesse sonst jemanden. Deswegen hier noch meine Booktube-Empfehlungen für euch. Sarah von The Court of Wanting Books, Alice im Bücherland, Shari von Alles Allerlei, Ankas Geblubber, Anni Silber, die liebe Sandra von Being Sandra auf jeden Fall, Bibliomanie, Bookmarkt, dann auf jeden Fall Chatterbooks, der Buchschnack, schaut bei den beiden auch auf jeden Fall vorbei, die machen auch ganz coole Videos. Einfach Clara, Expecto Booktronum, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Meine Güte, ich weiß aber nicht, wie ich sie aussprechen soll. Ja, dann guckt auf jeden Fall auch bei der lieben Isabella vorbei von Glacy Naylor Books und Mangas. Dann habe ich noch die liebe Christinchen hier stehen, natürlich die Steffi von Lady of the Books. Aber ich glaube, Steffi kennt man, ne? Also da brauche ich, glaube ich, nichts weiter drüber sagen. Dann haben wir noch A Magical World of Books. Schaut bei der lieben Lucia auch vorbei. Sie hat auch einen ganz, ganz tollen YouTube-Kanal und macht das richtig super. Dann ist ja die liebe Amelie auch wieder da. Also Amelie macht jetzt auch seit kurzem wieder Booktube-Videos. Also schaut bei Mrs. Buchnerd auf jeden Fall auch vorbei. Und ja, dann glaube ich, die Jenny von Regenbogengarten hat auch wieder angefangen mit Booktube. Die hatte ja auch eine sehr, sehr lange Pause. Dann, ja, Tintenwelten, schaut da auf jeden Fall vorbei. Bei der lieben Patty von What Patty Loves, bei der lieben Vilja, schaut da auch auf jeden Fall vorbei. Also es gibt so viele tolle Bücherkanäle, wo ihr auch gucken könnt. Es gibt ganz viele Leute, die Neuerscheinungsvideos machen. Ich weiß, dass die sehr, sehr vermisst wurden hier auf diesem Kanal. Aber das hängt halt auch alles damit zusammen, dass ich mich mit dem Bücherthema im Moment nicht mehr beschäftigen wollte, dass ich da keine Lust mehr zu hatte. Und ja, das ging halt alles so schleichend. Das wurde immer mehr und führte schlussendlich jetzt zu dieser Entscheidung. Und ja,
Ich sage jetzt ein allerletztes Mal, ich bedanke mich bei euch, wie immer, fürs Gucken. Ich wünsche euch einen guten Start in die neue Woche. Ich umarme euch alle herzlichst. Ihr seid alle hier in meinem Herzen. Wie gesagt, ich bin nicht für immer aus der Welt, aber ich brauche jetzt einfach erstmal einen Schlussstrich. Ich muss in mich gehen, ich muss mich neu sammeln, ich muss mich neu formatieren. Ich muss vielleicht auch irgendwann mal, wenn ich Bock dazu habe, mein Kanalkonzept überdenken. Vielleicht ändere ich auch irgendwann den Namen. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Aber für den Moment, ich lasse diesen Kanal so, wie er ist. Ich lasse die Videos, wo sie sind. Und ja, da könnt ihr auf jeden Fall auch die alten Videos ja euch nochmal angucken, wenn ihr da Sehnsucht habt. Und wie gesagt, ansonsten freitags, so immer ab 18.30 Uhr, bin ich eigentlich auf Twitch auch live. Es ist sehr, sehr schwierig, jetzt diesen Satz zu sagen, weil ich weiß, dass es erstmal das letzte Mal sein wird und ich euch auch vermissen werde. Ja, ich werde ja auch diesen Austausch mit euch vermissen. Ich werde es vermissen, euch zuzuquatschen mit meinem Kram. Aber es ist jetzt so. Ich bedanke mich bei euch wie immer fürs Gucken. Wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und danke, danke für eure Unterstützung in den letzten Jahren und dass ihr fleißig meine Videos geschaut, geliked und kommentiert habt. Bye, bye.